Ja, meine Damen und Herren, lieber Feridun Saimoğlu, ich muss gestehen, ich kenne Sie nicht persönlich, wir sind uns vorher nie begegnet. Trotzdem fällt es mir nicht schwer, Sie vorzustellen, denn da ist die Neugier, die uns verbindet, berufsbedingt sozusagen, aber vor allem eine ähnliche Lebensgeschichte. Beide sind wir als Kinder nach Deutschland gekommen, Feridun Saimoğlu 1965 als Säugling und beide gehörten wir zu den Krauskopfkindern im Klassenzimmer, die stumm dasaßen, ohne ein Wort zu sagen. Er formuliert das ganz poetisch. Ich war ein evakuiertes, zungenbetäubtes Kind in einem Wunderland. Wir gehören zu einer Generation, die sich alleine durchbeißen musste, ohne Sprachkurs, ohne Förderung. Damals war vieles dem Zufall überlassen. Fast hätte man den kleinen Feridun in die Sonderschule abgeschoben. Zum Glück ist er über sich hinausgewachsen, mit Fleiß und Disziplin, bis heute einer seiner preußischen Tugenden. Und noch eine Parallele. Unsere Eltern zwangen uns regelrecht, Deutsch zu sprechen. Ja, sie verboten uns sogar den Umgang mit anderen türkischen Kindern. Vielleicht ein ungewöhnliches pädagogisches Konzept, aber die Eltern ahnten wohl instinktiv, dass Sprache die Voraussetzung für Integration sei. Bei Feridun Saimoğlu jedenfalls hat das gut funktioniert. Heute zählt er zu den bekanntesten Schriftstellern Deutschlands. Und er sagt von sich, ich bin 100% deutsch. Ich denke, daran musste sich Deutschland erst einmal gewöhnen, dass nicht nur jemand mit dem Nachnamen Müller oder Meier ein Deutscher sein kann. Keine Zerrissenheit zwischen den Kulturen, keine Identitätskrise also. Wenn er schreibt, dann nicht, um sich selbst zu verwirklichen, gar etwas zu verarbeiten, was tief in ihm schlummert. Nein, er hat eine andere Krankheit. Er ist süchtig nach dem Schreiben. Täglich 4 Seiten auf der elektrischen Schreibmaschine. Er hat ganz feine Antennen, ein feines Ohr für das, was er aufnimmt und zu etwas ganz Eigenem kreiert. Mit immerwährender Neugier schlüpft er ständig in fremde Charaktere. Saimoğlu gehört zu einer neuen Generation von Autoren türkischer Abstammung, frei von Selbstmitleid und ohne jede politische Korrektheit. Am deutlichsten sieht man das bei seinem Debüt 1995, Kanaksprak, eine kraftvolle Szenesprache, die den Slang von türkischstämmigen Jugendlichen authentisch einfängt. Danach sitzt er in vielen Talkshows, inmitten pikierter Deutscher und erklärt, wie diese jungen Migranten so ticken. Die einen sehen sich bestätigt in ihrer Kritik an integrationsunwilligen Türken, die anderen bezeichnen ihn als Nestbeschmutzer. Auch seine Eltern sind übrigens geschockt. Sie fürchten, dass ihn nun alle hassen würden. So beginnt sein literarischer Weg, so hätte es weitergehen können. Saimoğlu als zornige Stimme der Verdammten, doch er lässt den Milieuliteraten oder, wie er mal gesagt hat, den Saisonarbeiter des Exotismus von Buch zu Buch hinter sich. Spätestens 2004 gelingt ihm mit dem vielgelobten Erzählband 12 Gramm Glück der Schritt vom Kultautor zum anerkannten deutschen Schriftsteller. Mit Liebesbrand und Hinterland wird er zum großen Romantiker der deutschen Literatur. In Ruß, das in Duisburg spielt, zeigt er eine große Verbundenheit mit dem Arbeitermilieu. Und in Isabelle geht es um die Suche nach dem eigenen Ich. Die Figuren, meist sind sie gescheiterte Existenzen, Menschen am Rande der Gesellschaft, denen er seine Stimme leiht. Hier spricht das soziale Gewissen, der Humanist, der an andere appelliert. Für seine Werke wird der in Kiel lebende Autor mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Doch seine Herkunft, seine Wurzeln lassen ihn nicht ruhen. In Lela erzählt er mit epischer Kraft die Lebensgeschichte seiner Mutter, deren Weg in eine ungewisse Zukunft nach Deutschland führt. Die Fremde ist aber auch eine Befreiung, eine neue Chance für die Familie. Denn was wäre mit uns in der Türkei passiert, fragte er. Aus der Anfangszeit der Emigration kommt auch diese Dankbarkeit, seine glühende Liebe zu Deutschland, auch wenn sie in letzter Zeit auf eine harte Probe gestellt wird.
Das Sarrazin-Buch »Deutschland schafft sich ab« ist so ein Moment. Es ist erschreckend zu sehen, wie wieder einmal dumpfe nationalistische Parolen salonfähig werden und das Überraschende dabei, sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Ein Schock für diejenigen, die bisher dachten, Deutschland sei nun auch ihr Land. Während nun einige beleidigt schmollen, Wetter Zaimolo, Sarrazin halte einer verunsicherten Mittelschicht den Moslem als Vogelscheuche hin, anstatt die Einwanderung als europäische Normalität zu betrachten. Für ihn ist die Geschichte der Einwanderung eine Erfolgsgeschichte. Nicht, dass er die Probleme der zweiten und dritten Generation nicht sehen würde, doch all das habe nichts mit der Herkunft zu tun, also weder mit Religion, Kultur oder Mentalität, sondern es seien soziale Probleme. Im Manifest der Vielen, was als Antwort auf die von Sarrazin aufgestellten Thesen folgt, schreibt er dann etwas, was heute zu Pegida ganz gut passt. Sie stilisieren sich zu Lichtbringern der Aufklärung, zu Fußsoldaten der Demokratie. Ihre Heimat ist also unbedingt zu verteidigen und sie fantasieren von der Abwehrschlacht der Inländer gegen die Zugezogenen. Er hat kein Verständnis für die Überfremdungsängste, die manche schüren mit Panik und Hysterie. Ja, der Schriftsteller Zaimolo verfolgt auch die Politik mit wachen Augen und er beteiligt sich an ihren Debatten. Man fragt sich, wie schafft er es trotzdem, fast jedes Jahr ein Buch zu schreiben? Aber wahrscheinlich brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. Er sei ein entspannter, gut gelaunter Deutscher, sagt er. Mit dieser Leichtigkeit des Seins hat der Gastredner Feridun Zaimolo eigens für diesen Neujahrsempfang, eigens für uns einen Text geschrieben. Wir sind jetzt sehr gespannt. Thank you.